Sagt man, Abul Bara, du wirst von Verfassungsschmutz beobachtet. Ich sage, Alhamdulillah, ich würde mir Sorgen machen, wenn es nicht so wäre. Und schaut mal, Wallahi, und das sage ich auch mit Aqidah, ich lasse mich nicht beurteilen von Leuten, die nur dafür engagiert sind, den Islam zu zerstören. Ich lasse mich nicht beurteilen von solchen Leuten. Ich gebe euch nur ein Beispiel. Jetzt sind ja die ganzen Flüchtlingsheime hier, richtig? Geh mal und gib mal 1, 2, 3 Korans einem Flüchtlingsheim. Wallahi, du stehst sofort am nächsten Tag in der Zeitung. BZ schreibt dann, Salafisten missionieren für den Dschihad. Ich wollte doch nur einen Koran geben, was für ein Dschihad. Okay, jetzt mal umgekehrt. Du bist einer von Zeugen Hamir, diese Jehova. Du stehst dort mit einem Stand und verkaufst. Wird einer über dich schreiben? Warum nicht? Die machen das so, die machen das. Ich weiß, aber ich meine, wird die Presse schlecht über sie schreiben? Das meine ich doch. Die Presse schreibt nicht schlecht über sie. Warum nicht? Weil sie wollen, dass diese Syrer, die herkommen, und ich sage euch ganz ehrlich, die meisten sind wegen Geld hergekommen, nicht für Religion. Keiner kommt nach Deutschland wegen Religion. Ja, das ist die Sache. Und viele nehmen auch jetzt Christentum und so weiter an. Ich meine, sie sollen tun, was sie wollen. Bei Allah ist der Ausgang. Die Sache ist die, die meisten von ihnen sind von Bashar al-Assad. Die meisten von ihnen sind von ihnen, von ihren Anhängern. Das sind auch die Leute, die etwas Geld hatten. Ich meine, um von Syrien herzukommen, brauchst du etwas Kleingeld. Wer hat das Kleingeld? Die Armen oder die Reichen? Die Reichen. Soll Deutschland zufrieden sein mit denen, die herkommen? Wenn wir die Leute erziehen wollen, wenn wir sie auf einen guten Weg bringen, Salafisten missionieren für den Dschihad. Aber siehst du, die Christen, die kommen mit ihrer Irrlehre. Kein Problem. Die dürfen in den Flüchtlingsheimen alles machen, ja? Sie vergeben Produkte, sie vergeben Essen, sie vergeben alles drum und dran. Warum? Sie haben doch nur ein Ziel. Machen sie das, weil sie die Leute lieben? Sie wollen was, diese Leute, zu ihrer Religion bekehren. Und deswegen macht niemals den Fehler, dass ihr sagt, im Islam ist Missionierung erlaubt. Wir haben keine Missionierung im Islam. Wir haben Dawah. Was heißt Dawah? Dawah heißt, wir rufen zum Wege Allahs Azza wa Jalla. Wer diesen Ruf annimmt, Alhamdulillah, missionieren ist, dass du jemanden zwangsweise zu seiner Religion bringst. Zwangsweise zur Religion bringst. Machen wir das zwangsweise? Wir erzählen den Leuten, was richtig und was falsch ist. Alles andere ist nicht unsere Angelegenheit. Wallahu ta'ala ala wa ala.